machen wir das doch gleich mal. So. Erweckt. Jetzt frag dich nur, wann die ersten Steine kommen. Was macht das da? Es wurde eingesteint. Okay, jetzt müssen die irgendwann losgehen. Ah, der geht schon los. Dann kriegen wir unsere ersten Steine. Nee, kann ich nicht. Schade. Holz haben wir massig. Tock, 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 tock. Wie viele Steine kriegen wir eigentlich immer? 16. 16. Okay, hier sieht man schon, die Brücke ist gut wie fertig. Ne? 50% auch so. Jetzt brauchen sie Steine. Die Menschen können echt gut bauen. Jetzt kommen die mit Steinen. Kann ich jetzt irgendwie Nahrung bauen? Nee, kann ich nicht. Ach ja, die Musik ist friedlich. Es steigt immer um 7%. Da kann man das schon nur. Okay. Also die Mission ist so gut wie geschafft. Hier haben wir eigentlich genug Wald. Ach, für 10 Holz reicht das schon noch. Holz kriege ich echt viel. Ah, jetzt ist das fertig. Ihr beaufsichtigt das. Mit Peitsche, wenn es sein muss. Fertig. Und sie verschwinden alle in der Brücke. Oh mein Gott. Sie verschmelzen. Schön. Oh mein Gott. Ah, ja. Sie wollen uns jetzt überfallen. Attacke. Toll. Toll, jetzt werde ich auch noch überfallen. Das sind Kriegsmenschen. Pferd besteigen. Oh mein Gott, sie greifen an. Oh mein Gott, flüchte. Sir. Keine Ahnung was. Oh mein Gott, es sind... Oh mein Gott. Und sie können sogar da durchflitschen. Und Zauberer. Nein. Ja, zuerst hier so voll friedvoll tun und dann auf einmal mich angreifen. Das hätte ich ja nie von euch gedacht. Okay, sie lassen uns doch in Ruhe. Mönchkrieger. Danke, junger Matthew. Jetzt können die Brüder mit ihrer Suche beginnen und ich kann mich wieder meinen Pflichten widmen. Okay, gut. Juhu, eine Schafsherde. Oh, und hier sind auch die versprochenen Schafe. Danke, Bruder Jakob. Also, ich werde Selvini eine Mitteilung machen. 5 Stück. Großartig. Was soll ich mit Schafen? Jedem ein Schwert geben und sie in die Schlacht schicken? Genau, das ist eine Idee. Schafskrieger. Was gibt es, Barclay? Jemand war in meiner Burg.
Ich dachte, ihr solltet das wissen. Wer war es? Es waren zwei. Den Jüngeren kenne ich nicht, aber der andere? Ja, wer war der andere? Aus der Distanz sah er aus wie ihr, Devereaux. Wie interessant. Ich habe sie aufgespürt. Ich dachte, dass ihr euch um sie kümmern könntet. Das könnte ich, aber warum geben wir nicht unserem Freund Olaf noch einen prallen Beutel Gold? Gute Idee. Mein Bruder lebt also noch. Der Falke. Pascal Devron, oder wie das ausgesprochen wird, ich kann kein Französisch. Sieg! Oh, Niesen. Okay. Nächste Mission. Hieschen. Ich sehe, dass ihr euch gut eingelebt habt, Master Steel. Wenn ihr Nahrung benötigt, nicht weit von unserem Kloster ist eine Wiese, die ideal für die Hasenjagd ist. Juhu. Ihr seid jederzeit eingeladen. Denn die Biester sind eine wahre Plage. Danke, Bruder. Ich werde einige Jäger entsenden. Sir William hat eine Botschaft gesandt. Er verhandelt mit flämischen Händlern über eine Kompanie Bogenschützen. Die Flamen benötigen warme Kleidung für ihren kalten Winter, für die ich sorgen soll. Sir William hat gebeten, dass ich sofort mit der Produktion beginne. Aha. Jagdhasen erwerb 15 Feldtücher. Ist das die geeignete Wiese? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, das ist die geeignete Wiese. Dann mache ich das auch. Schaffst. Nein, zuerst mal mache ich Schafe. Aber ich brauche Jägerstand. So. So, ein paar mehr. So. Ich habe, glaube ich, genug Holz. Perfekt. So, und jetzt mal Schafe. Das ist ja ohne Zeitbegrenzung. Das ist ja voll chillig. Also das gefällt mir. Es fragt sich nur, wo hier was zu essen ist. Die Hunde sterben schon. Ja, wo meint der denn? Wo hier... Da. Ja, Vögel. Diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. Kommt noch. So, Häschen jagen. Erstmal um die Nahrungsversorgung hier kümmern. Eure Beliebtheit sinkt. Nein. Die Vorräte im Kornspeicher sind sehr gering, Sire.